welcome to Redford. Heißt Redford. Willkommen. QCK. QCK. And Mr. Trick. Und Mr. Trick. And it's an honor to announce. Es ist mir eine Ehre, diesen Vortrag anzukündigen. DRM in polnischen Zügen brechen. To analyze a suspicious malfunction. Und zwar werden wir ein verdächtiges Fehlverhalten untersuchen. Hi, I'm Redford. Ich bin Redford, das hier ist Q3K und Mr. Tick, nicht Mr. Trick. Und wir werden heute über Züge reden. Erstmal erzählen wir euch die Geschichte und dann die technischen Details. Wir spielen auf CTFs. I work for Invisible Things Lab. Und ich arbeite für das Invisible Things Lab und ich kümmere mich um Low-Level-Sicherheit und Reverse-Engineering. Und die anderen werden sich bald selbst vorstellen. Fangen wir mit der Geschichte an. Wie ihr schon wisst, geht es um Züge. Und die Geschichte beginnt vor langer Zeit, im Jahr 2016, wo Kollege Donoslonske, ein lokaler Zugbetreiber in Polen, 11 Impulszüge von Newark gekauft hat. Und nach einer Weile haben die Züge 1 Million Kilometer Laufzeit erreicht. Und nach dieser Zahl Kilometer muss man eine große Untersuchung durchführen. Und weil die Garantie des Herstellers bereits abgelaufen ist, haben sie eine Ausschreibung gestartet für das beste Angebot. Und ein unabhängiger Zugreparaturladen, SPS, hat diese Ausschreibung gewonnen. Und in dem ersten Viertel des Jahres 2022 haben sie begonnen mit ihrer Arbeit. Okay, und nun die öffentliche Zeitleiste. Der Zug 24 wurde bei SPS komplett auseinandergenommen und zusammengebaut und wieder zurückgeschickt. Aber das Problem war, dass der Zug nicht gestartet hat. Und dann haben sie einen anderen Zug gewartet und das Gleiche ist passiert. Die Züge wollten nach diesem Reparieren nicht mehr starten. Und was noch viel interessanter ist, ist, dass in der Zwischenzeit ein anderer Reparaturladen für einen anderen Zuganbieter angefangen hat, die Reparaturen durchzuführen und sie hatten genau dasselbe Problem. Und das war nun wirklich etwas verdächtig. Und die polnischen Medien haben das aufgegriffen, weil auch einfach manche Züge ausgefallen sind deswegen. Also hat der Hersteller eine Pressemitteilung veröffentlicht, die einige Beschuldigungen enthalten hat, dass zum Beispiel jemand mit dem Sicherheitssystem herumgespielt hätte. Und in der Zwischenzeit ist etwas passiert in diesem Reparaturladen von SPS. Und plötzlich kamen die Züge funktional zurück. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Nachdem der Reparaturladen Probleme bekommen hat, haben sich diese Probleme nicht angesehen wie übliche Probleme. Es gab ein paar Anzeichen, dass vielleicht der Hersteller involviert war, aber sie waren sich nicht sicher, was sie tun sollten. Also haben sie nach polnischen Hackern gesucht und sie haben uns gefunden. Dann haben wir, der Kontakt wurde aufgenommen und wir haben im August angefangen, uns das anzuschauen und konnten den ersten Zug entsperren. Und ein paar Monate später haben wir genügend Beweise gehabt, dass wir uns an die Behörden wenden konnten.
Und darüber wollen wir heute reden. Ja, jetzt bin ich dran. Ich bin Mr. Tick, bekannt als Herr Zecke auf Deutsch. So, möchte mich jetzt kurz vorstellen. Ich werde durch ein paar Begriffe gehen. Was ist ein gesperrter Zug? Du steigst in den Zug ein und du guckst auf die Bedienelemente und du legst den Fahrhebel um, die Bremse löst sich und der Zug fährt los. Das waren die Bremsen. Und nichts passiert. Und ihr könnt die Null auf dem Bildschirm sehen, 0 Stundenkilometer. Also hatten wir einen gesperrten Zug und mit 2 CPUs. Das ist ein sehr kleiner Teppich und wir haben Zugriff auf alle Service-Dokumentation bekommen und da haben wir angefangen. Und das ist eine sehr vereinfachte Ansicht von einem Zug, von modernen Zügen. Und wir sehen in der roten Linie die 3 Kilovolt Gleichspannung, mit der der Zug angetrieben wird aus der Oberleitung. Die grüne Kiste ist die PLC, die Steuerung. Dann haben wir ein Netzteil, das die Hochspannung in Spannung umwandelt, mit der der Rest des Systems funktioniert. Und unten haben wir den Kompressor und die Bremsen, die mit Druckluft betrieben werden. Und rechts oben haben wir den Inverter und den Motor. Und der Inverter wandelt die 3 Kilovolt in die Spannung um, die der Motor braucht, um die richtige Geschwindigkeit zu haben. Und das hört man auch an dem Geräusch, an diesem schönen Summen. Hallo, ich bin 3VK. Vielleicht kennt ihr mich, weil ich Wayland auf dem Nano zum Laufen gebracht habe. Ich möchte über CAN reden. Das kommt eigentlich aus dem Autobereich, wird aber in ganz vielen Steuerungen eingesetzt. Und der Zug benutzt tatsächlich CAN Open, ein Protokoll, was auf CAN aufsetzt. Und das Prinzip ist, dass bestimmte Werte hier im Protokoll gemappt werden, sodass man die bestimmte Werte von den ganzen Systemen eben ausgelesen und auch geschrieben werden können. Und als allererstes haben wir uns angeguckt, was der Unterschied zwischen einem gesperrten und einem nicht gesperrten Zug ist. Und was wir sehen, ist, dass die Steuerung leicht unterschiedliche Nachrichten verschickt. Und der Unterschied hier ist, dass statt dem Fahrbefehl hier ein Notbremsbefehl gegeben wird und dann natürlich der Zug nicht losfährt. Und wir haben also angefangen, uns anzuschauen, irgendwo zwischen dem PLC der Steuerung und dem Inverter muss das Problem liegen. Und wir haben 2 Steuerungen, Master und ein Slave. Und wir fangen mal an mit der PLC. Was genau ist jetzt so eine PLC? Programmable Logic Controller, speicherprogrammierbare Steuerung auf Deutsch. TCMS ist das System, der Produktname von diesem Hersteller. Und NEWAG hat da ein System von Selectron gekauft. Und das ist die Typenbezeichnung dieser Steuerung. Und programmiert wird das Ganze über diesen IEC-Standard und da gucken wir später noch rein. Hier sehen wir, wie das im Zuge eingebaut aussieht.
Ganz links haben wir die Stromversorgung, rechts die Steuerung und in der Mitte das CAN-Interface. Ja. Die wichtigen Teile sind gelb. Ja. So, wie genau programmiert man das? Basiert auf einem Infineon-Prozessor mit RAM und Flash und NVRAM. Und da werden Parameter zwischen über Stromausschaltungen hinweg gespeichert. Und programmiert wird das Ganze über diesen IEC-Standard programmiert, das wird in C-Code übersetzt und mit GCC wird dann ein entsprechendes Binärprogramm für den eigentlichen Prozessor erstellt. Und wir können Programme hochladen, aber wie genau können wir ein bestehendes Programm aus der PLC auslesen? Und wir haben einen Debugger gefunden, mit dem wir den Speicher auslesen konnten. Und das basiert auf dem Syscom-Protokoll und wir haben UDP-Pakete benutzt, um die Daten auszulesen. Und man loggt sich in das Gerät ein über einen Usernamen und ein Passwort. Glücklicherweise kann man das nicht ändern, sondern das ist hardcodiert. Und dann kann man sagen, ich möchte genau diese Variablen monitoren. Und dann schreibt man sich einfach so einen kleinen Debugger und liest die entsprechenden Daten das Programm aus. Und ich muss mich entschuldigen, jetzt kommt der richtig langweilige Teil meines Vortrags. Fangen wir einfach an. Das hier ist ein Beispiel PLU, hier gibt es ganz viele Akronyme. Das PLU ist die Programmorganisationseinheit. Und dann gibt es noch den FSB, das ist ein Funktionsblock. Und dann gibt es noch ein ST, das ist der strukturierte Text. Aber macht euch keine Sorgen drum, es wird noch schlimmer werden. Oben sind die Variablen-Definitionen, aber nicht der eigentliche Code. Was passiert ist, dass bei jedem Tick im System dieser Code ausgeführt wird. Wir haben Start und Stopp und Laufend und X-State als Variablen und es wird von oben nach unten ausgeführt. Und das ist ja alles bisher noch nicht so schlimm. Schauen wir mal an, was darin in C wird. Das hier ist das Struct in C, das generiert wird und das ist so ein bisschen objektorientiert. Und hier sind dieselben Variablen, die wir eben im FB gesehen haben. So, das hier ist jetzt der ST-Code, der nach C konvertiert wurde. Und das ist im Grunde genommen ein 1:1 Mapping. Und ja, diese If-Fälle, die sind einfach dann genauso wie eben dargestellt, nur eben als C. Und das hier ist die Initialisierungsfunktion und auch das ist objektorientiert, das initialisiert unser Struct. Am Anfang ist alles falsch, deswegen überall Nullen. Bisher nicht so schlimm. Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo es schlimmer wird. Das ist ein anderes TLU, das ist ein Programm, das ist eine andere PLU, aber etwas weiter oben angesiedelt. Und zwar haben wir hier Blockdiagramme und es ist tatsächlich eine grafische Programmiersprache und nicht wirklich Text. Und unser vorher festgelegtes FB wird darin referenziert und wir haben noch ein paar andere Ein- und Ausgabepunkte definiert. Und die sind so verbunden, dass unsere Motorensteuerung die Start- und Stopp-Befehle ausführen können. Schauen wir mal, wie das in C aussieht. Okay, das Struct. Wie erwartet, haben wir hier die Variablen für das Top-Level-Programm und es sollte X-Start sein. Wir haben hier einen Fehler gemacht. Und es hat zwei eingebettete PLUs. Einmal für die Kontrolle des Motors 1 und des Motors 2. Aber was ist SC-Inst-C? Und man würde vielleicht hier was anderes erwarten, aber es ist einfach komisch. Und schauen wir uns jetzt die Initialisierungsfunktion an. Genau wie eben, aber ja, hier wird auch alles auf 0 gesetzt und noch wird nichts in die eingebetteten PLUs gesendet. Schauen wir uns mal den Körper der Funktion an. Vielleicht beantwortet das
das unsere Fragen. Das hier ist der Code, der daraus generiert wurde, aus diesem Diagramm. Und wenn man jetzt hier in die geschweiften Klammern schaut, dann sehen wir, was die PLUs wirklich nutzen. Und wir haben hier das X-Start von dem einen Motorcontroller und von dem anderen. Und für beide werten wir das dann aus. Und wir haben hier ein Makro, und wenn man das oben mal anschaut bei der Referenz zu dem Struct, finden wir diese ODs. Und was ist das eigentlich? Und das hier ist das Schlimmste an dem Ganzen. Und zwar das Makro OD und OF sind einfach eine globale Referenz zu einem Index. Und wenn man einen PLU hat, der einen anderen zugreift, über eine globale Liste, die nicht typisiert ist, und das macht wirklich alles kaputt, was statische Analyse vielleicht noch herausfinden könnte. Und hier haben wir ein OCOPT, das wir daraus generiert haben. Hier hatten wir ONF12, um die Funktion auszuwerten für die beiden Motorencontroller, und hier der Index 12 ist tatsächlich die Körperfunktion. Aber also man kann das nachvollziehen, aber es ist wirklich nicht schön. Und die Art, wie dieses Struct nun wirklich gesetzt wird zu den eigentlichen Werten, das haben wir noch gar nicht gesehen. Und da gibt es irgendeinen globalen Mechanismus, den wir jetzt nicht zeigen, weil ihr sonst alle einschlafen werdet. Und jetzt wisst ihr ungefähr, wie dieser Quellcode aussieht. Und schauen wir uns jetzt von einer anderen Richtung an, von Binärcode zurück zu C. Also, schauen wir uns mal das Beispielprojekt an, aber näher an dem, was nun wirklich im Zug ausgeführt wird. Das binäre Programm. Und es wird jetzt viel, viel schlimmer. Und zwar müssen wir es erstmal disassemblen mit Ghidra, weil andere Werkzeuge einfach fehlgeschlagen haben. Und Ghidra hat auch nicht so wirklich funktioniert, aber das werden wir später diskutieren. Es wird noch schlimmer, viel schlimmer. Für das Beispiel hatten wir Symbole, aber für binär haben wir natürlich keine Symbole. Schauen wir uns mal an. Das hier ist das dekompilierte von dem, was wir eben gezeigt haben. Und in den ersten Zeilen sehen wir, dass noch viel mehr gecastet wird. Und hier ist es noch nicht so schlimm, weil wir zumindest Symbole haben. Also weiß der Dekompilierer die Typen. Ist nicht so schlimm, aber ist trotzdem nervig. Und wir haben hier ein paar Schwierigkeiten mit Funktionszeigern, wie zum Beispiel mit 0xFFFFF. Das sollte wirklich nicht so aussehen. Das Problem mit Ghidra und Tricor, es gab einige. Zum Beispiel, Tricor ist einfach komisch. Es hat verschiedene Register für Daten und Adressen. Und wie man hier sehen kann, in diesem Beispiel, wird das in der Signatur der Funktion reflektiert. Wenn die Funktion Datenargumente hat, dann werden sie über Datenregister übergeben und Zeiger werden über Adressregister übergeben. Und die Schwierigkeit ist, dass Ghidra das nicht implementiert hat. Und alle Bestandteile der Signatur waren komplett vermischt und deswegen mussten wir erstmal Ghidra fixen. Und dann haben wir auch noch Bugs in der Semantik von Tricor-Instruktionen. Hier zum Beispiel nor.t hatte hier ein und eins an der falschen Stelle. Und Ghidra dachte deshalb, dass diese Instruktion etwas anders funktioniert, als sie es wirklich tut. Und wir haben einige solche Fehler gefunden. Also, was sollten wir nun machen? Wir haben sehr viel Skripte verwendet. Ihr habt diese Tabelle gesehen, wo alle Typen nun entfernt wurden. Sehr viele Skripte, um diesen Schaden rückgängig zu machen. Dann ein paar Binäranalyse. Wir konnten auch den Code wieder hochladen. Wir konnten mit ein paar Variablen spielen und schauen, was dann passiert. Und das konnten wir auch zu Hause machen. Und dann hatten wir noch eine andere Idee, und zwar die Unterschiede zwischen verschiedenen Zügen und ihrer Software anzuschauen. Man fragt sich vielleicht, wieso haben die nicht alle dieselbe Software? Ja, es hat sich herausgestellt, dass fast alle Züge minimal abweichende Software hatten. Und jetzt hatten wir, ich glaube, 26 verschiedene Versionen dieser Software für 30 Züge.
Ja. So that's a lot. Das ist wirklich viel. And maybe there's something interesting in the Und vielleicht gibt es ja interessante Details in diesen Unterschieden. Wir können uns auch den CAN-Verkehr anschauen und im Code die Stellen finden, die dazugehören. Und wir hatten natürlich auch Motivation durch eine Deadline, weil der Reparaturladen uns angerufen hat, so, ja Leute, kein Druck, aber ihr habt noch eine Woche. Weil sich herausstellte, dass der Zugbetreiber, der diese Züge ja noch vermisst hat, die haben ja nicht funktioniert, 6 Stück waren bereits gesperrt. Und es war für die einfach ein Problem. Deswegen haben sie sich entschieden, dass sie nächste Woche den Servicevertrag kündigen würden und den ursprünglichen Hersteller bitten würden, der behauptet, dass er diese Probleme beheben könnte. Wir hatten eine ziemlich kurze Frist und am Ende hat sich herausgestellt, dass der vielversprechendste Weg, diese Unterschiede im Code zu betrachten, der dafür verantwortlich sein könnte, dass diese Züge gesperrt wurden. Und wir haben die exakte Stelle gefunden im Code, die dazu führt, dass die Züge absichtlich gesperrt werden. Und das Erste, was wir gefunden haben, waren Werte, die vielleicht so im Bereich von 1 Million waren. Und da dachten wir, okay, vielleicht ist das der Kilometerstand. Weil wir wussten, die Züge sollten ungefähr bei 1 Million Kilometer gewartet werden. Und dann haben wir gesehen, dass diese Werte irgendwie betrachtet wurden. Und dann, davon abhängig, wurde etwas im nicht flüchtigen Speicher verändert. Und wir haben dann etwas damit rumgespielt, sie vertauscht und einen kleinen Test gemacht. Einfach auf unserem Schreibtisch. Ah ja, noch eine wichtige Sache. Diese Bits waren unterschiedlich in funktionalen und nicht funktionalen Zügen. Funktionsfähigen Zügen. Und jetzt haben wir die Werte einfach so geändert, wie bei den Zügen, die funktioniert haben. Das haben wir dann in den Zug, in die Zugsteuerung hochgeladen und wir sehen könnt, aber das war nur ein Test. Und wir wollen natürlich verstehen, was genau da passiert, bevor die Züge wieder in den Betrieb gehen. Und irgendwie ist es irgendwie ein bisschen komisch. Wir wollten wirklich verstehen, was dahinter steckt. Und es gibt zwei wirklich wichtige Fragen. Welcher Mechanismus oder welche Mechanismen sorgen dafür, dass die sich so verhalten? Und was löst sie aus? Fangen wir an mit den Sperrmechanismen. Die erste Maßnahme habt ihr schon gesehen. In den Energiewandlern sehen wir verschiedene Bits. Und wir sehen, das ist sehr stark vereinfacht. Ja, wir haben stundenlang versucht, den Code auf dieses eine Slide zu bringen, aber das passt da einfach nicht drauf. Ich habe es wirklich versucht, aber ich habe 4 Slides zusammenbekommen und dann habe ich aufgegeben. Es gibt verschiedene Prüfungen. Und die werden alle zusammen unverknüpft und wenn sie alle wahr sind, dann wird der Zug gesperrt und wenn man dann am Fahrregler dreht, dann passiert einfach nichts. Und das führt dann zu einer entsprechenden CAN-Open-Nachricht. Und was ihr sehen könnt in dieser Nachricht, dieses eine Bit hier, und dokumentiert ist das als reserviert Nummer 4 und teilweise aber auch als Notfallstopp. Und wir verstehen nicht genau, wie es funktioniert, aber eins war deutlich, die funktionierenden Züge hatten da eine 1 und die nicht funktionierenden 0. Und wir haben rausgesucht, welche Funktion dafür verantwortlich ist und der Grund für diese Sperre wird hier direkt in die CAN Open Message reingeschrieben.
which is in the message, you see one F, OF. Man sieht, das Hex F hier sind, sind die vier Inverter. Und dann gibt es noch so ein magisches Bit. Und die Funktion heißt hier Sneaky. Also das wird an vielen Stellen im Code referenziert. Aber hier sieht man, dass es eigentlich direkt in diese CanOpen-Nachricht einfließt. Und andere schöne Störung ist der Stromabnehmer, der Pantograph, der den Zug mit der Oberleitung verbindet und dadurch den Strom abgreift. Und der wird mit Druckluft angehoben. Und wenn der Zug also einfach auf dem Gleis steht und der Pantograph nicht angelegt ist, dann muss man aus dem dunklen Zug heraus Druckluft erzeugen. Und für die Drucklufterzeugung gibt es einen Hauptkompressor, der verbraucht aber sehr viel Strom und der kann nicht von der Batterie her betrieben werden. Deswegen gibt es einen zweiten kleinen Kompressor, der in diesem kalten Zug dann genug Druckluft erzeugt, um den Pantograph anzulegen. Dann kann die eigentliche Hauptstromversorgung eben auch den Hauptdruckluftkompressor starten. Und die Idee war offensichtlich, es wäre echt schade, wenn dieser zweite kleine Kompressor aus Versehen ausfallen würde. Und nach einiger Zeit wird er von der Steuerung ganz offensichtlich einfach stillgelegt. Und dann kann man den Zug nicht mehr starten. Und die zweite wichtige Frage ist, was löst diese Mechanismen aus? Wir haben verschiedene Wege gefunden, wie das ausgelöst wird. In den Zügen, die wir untersucht haben, war einer der wichtigsten Gründe, wenn der Zug längere Zeit steht. Alle diese Züge sind vor allen Dingen in städtischen Gebieten unterwegs. Die laufen 20 Stunden am Tag und es wird eine Prüfung durchgeführt, ob der Zug mindestens 60 Stundenkilometer erreicht hat für 3 Minuten. Und wenn für 10 Tage diese Bedingung nicht erfüllt wird, dann wird der Zug blockiert. Und dann kann man natürlich überlegen, unter welcher Bedingung würde das denn eintreten. Und natürlich würde genau das passieren, wenn der Zug gewartet werden soll, in der Werkstatt steht, abgestellt ist und eben nicht im normalen Fahrbetrieb genutzt wird. Und davon hatten wir einige Fälle. Und das ist wohl häufiger vorgekommen. Und nachdem sie aus der Werkstatt zurück waren, waren sie erstmal abgestellt und beim Betreiber. Und dann hat natürlich der Betreiber den Hersteller gesagt, ja, das geht ja nicht, ihr schickt die aus der Werkstatt zurück und dann funktionieren die gar nicht. Und dann hat natürlich der Hersteller diesen Mechanismus verbessert, indem sie zusätzlich noch gucken, wo ist der Zug eigentlich abgestellt. Über sogenanntes Geofencing. Und wir sehen hier die rohen Geokoordinaten. Wenn der Zug innerhalb dieser Bereiche abgestellt ist, dann sehen wir hier, das sind die Werkstätten des größten Konkurrenten von Nevac. Und hier ein weiterer Bereich, wo eine weitere Werkstatt im Bau befindlich war. Und sicherheitshalber hat man hier noch einen weiteren Bereich hinzugefügt. Ein weiterer Konkurrent von der Nevac. In der polnische Stadt Czarów. Und das war die Firma, die uns beauftragt hat. Und dann gibt es natürlich noch die Werkstätten des Herstellers. Und für diese Location ist eine zusätzliche Bedingung definiert.
Und da haben sie für ihre eigene Werkstatt tatsächlich auch so eine Geofencing-Falle aufgestellt, einfach um das ordentlich testen zu können. Es gab auch noch ein paar andere Sperrmechanismen, die wir in Einzügen gefunden haben. Zum Beispiel, wenn der CAN 831, wenn sich dort die Seriennummer geändert hat, bei dem Gerät, das damit verbunden wird, dann wird der Zug sich auch sperren. Es gibt noch eine ähnliche Überprüfung für das WTB-Modul. Dann gab es noch eine Überprüfung der Firmware des Inverters. Und da brauchen wir natürlich dieselbe Version bei der Hauptsoftware und beim Inverter. Dann gab es noch die Prüfung für die 1 Million Kilometer und eine weitere Prüfung für Kilometerzähler Inkonsistenzen. Dort wurden ein paar Werte von verschiedenen Werten verglichen und wenn die mehr als 100 Kilometer auseinander lagen, dann haben sich die Züge gesperrt. Und wie wir ja schon gesagt haben, gab es viele verschiedene Versionen dieser Software und nicht jeder Zug hatte alle diese Fallen. Und außer dem ersten sind die anderen dieser Fallen wirklich etwas seltener. Wir hatten auch eine Datumsüberprüfung, und zwar bei den Zügen, die diese Zweitkompressoren-Probleme hatten. Der Zug sollte am 21. November 2022 gewartet werden, 2021 gewartet werden. Und ja, und wenn man hier mal ein paar Sekunden drauf schaut, sieht man, dass es nicht das tut, was sie wahrscheinlich wollten, außer wenn sie wollten, dass in diesem Zeitraum der Zug zwischen dem 21. und 30. November und dem 21. und 31. Dezember immer kaputt geht. Und die guten Nachrichten hier sind, dass im Jahr 2100 diese Sperre nicht mehr funktionieren wird. Zumindest für 20 Jahre. Hier können wir euch sogar den Code zeigen, weil wir es geschafft haben, das auf zwei Folien zu packen. Auf der linken Seite sehen wir die Funktion, um die aktuelle Zeit zu bekommen, und wir vergleichen das mit den Werten von der vorigen Folie. Und wenn dann das Datum danach liegt, dann verbinden wir das mit ein paar anderen Variablen in einer Auslesung der Falle und dann speichern wir das Ergebnis im nicht flüchtigen Speicher in einer Variable, die dafür steht, dass die Sperre aktiviert ist. Und diese Namen, die haben wir uns alle ausgedacht, weil das ja Assembly war. Und dann schauen wir jetzt mal den Code an, der den Kompressor einschaltet. Und hier sehen wir, dass eine dieser Bedingungen ist, dass diese Sperre nicht aktiviert ist. Und hier sehen wir, dass die Ausgabe auf einem der CAN-Erweiterer gesetzt wird. Und wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, ist Sprezarka Prominica der sekundäre Kompressor. Und dieser Zug ist tatsächlich am 21. Dezember kaputt gegangen. Aber keine Sorgen, nach Neujahr wird er wieder ganz normal weiterlaufen. Was haben wir sonst noch gefunden? Es gibt eine geheime Kombination, die man in der Fahrerkabine eintippen kann, die diese Sperren umgehen. Es ist zwar nicht wirklich der Konami-Code, sondern viel langweiliger als das, aber naja, das hier ist der berühmte Code.
Leider haben sie das später entfernt. Dann gab es dieses mysteriöse Gerät, das einen der CAN-Busse überbrückt hat in die Richtung der Fahrgastinformationssysteme. Und theoretisch könnte man hierüber Telemetriedaten sammeln über die Zustände der Sperren und die Metadaten der Steuerung. Und in ein paar Fällen haben sich die Geräte selbstständig gesperrt anhand von Daten in diesem Gerät. Und ein paar andere Sachen haben wir auch noch gefunden. Und zwar haben wir den Fall gehabt, dass ein paar dieser Züge zu Newark gegangen sind und wieder zurück. Und dann haben wir natürlich vorher und nachher verglichen. Und wir haben nicht nur die Unterschiede festgestellt, sondern auch ein paar Geschenke. Zum Beispiel im Mensch-Maschinen-Interface. Dort wurde dann eine gruselige Nachricht über intellektuelle Urheberrechtsverletzungen angezeigt. Und keine Sorge, das ist natürlich alles rechtlicher Quatsch. Und es wurde nicht immer angezeigt und irgendwas hat das ausgelöst. Und das HMI zu Reverse Engineering dauert ungefähr 3 Femtosekunden. Und was sind eigentlich diese Urheberrechtsverletzungen? Und zwar bestehen sie darin, den Zug für 21 Tage nicht fahren zu lassen und danach wieder erfolgreich zu starten. Und ich bin jetzt kein Jurist, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine Urheberrechtsverletzung darstellt. Und ein paar konkrete Beispiele wollen wir uns auch noch anschauen, und zwar Paul Regio in Krakau. Und deren Reparaturdienstleister Suka Beskidzka. Und wir haben ja gehört, dass auch einige andere Betreiber Probleme mit ihren Zügen hatten. Und dort haben wir 4 Züge gefunden, die man nicht sperren konnte, aber wenn man sie einmal runter und hoch gefahren hat, dann ging das. Und wir haben bisher nie den Code verändert, um irgendwas zu reparieren. Am Ende wurden sie alle zu Newark geschickt und dort haben sie dann diesen Bug entfernt und die Frist auf 21 Tage verlängert. Und ein anderer Fall war bei Paul Regio Sechin, wo wir die Blackbox angeschaut haben, wo merkwürdige Daten zurückkamen. Und man sieht hier, das ist orange, also es ist wichtig. Und sie erzählt uns, dass es aktuell das Jahr 2037 ist und weil 15 Jahre größer sind als 10 Tage, hat sich der Zug dann gesperrt. Eine Zusammenfassung. Wir haben versucht, ein Venn-Diagramm zu erstellen oder eine Übersicht aller Sperrmechanismen, aber hier ist eine Zusammenfassung. Wir haben 30 Züge angeschaut, 24 hatten Sperrmechanismen und die häufigsten Auslöser waren ein langer Halt oder ein Tausch bei dem CAN 831 und die seltensten waren ein langer Halt und das Geofencing war nur bei 2 Zügen, das mit den 1 Million Kilometern und der Kompressorprobleme, das war nur bei einem Zug. Und wir haben ja die CAP-Software verwendet und auf deinem Windows-Rechner gibt es noch ein paar Informationen über dieses SDK und das wird am Ende eingebettet in die Software, die in die Zugsteuerung hochgeladen wird. Und dort werden auch Log-Einträge erzeugt, wenn die Software aktualisiert wird. Und diese Log-Einträge können wir uns anschauen. Und wir sind uns relativ sicher, dass die stimmen. Wir können da auch Kreuzverweise anschauen. Und schauen wir uns das mal auf einem Zeitstrahl an. In 2021 hat SPS die Ausschreibung gewonnen. Und am 24. Januar sollte der erste Zug
zu SWS gehen. Und nur 3 Tage davor hat er ein Software-Update bekommen. Und am 26. Februar war es dasselbe. Und 2 Tage vorher hat er ein Update bekommen. Ich will jetzt hier nichts implizieren. Aber wenn ich der Betreiber wäre, würde ich mir das gerne genauer anschauen. Wo wir gerade über fertige Dinge reden, schauen wir uns doch die Antworten von NEVAC an. Es ist wirklich schwer zu verstehen, was sie eigentlich sagen wollen, weil nichts von dem, was sie schreiben, überhaupt irgendeinen Sinn ergibt. Aber versuchen wir es mal zu analysieren. Und das hier ist ungefähr, was sie sagen wollen. Die Hacker haben es getan oder jemand anderes. Und wir haben den Code angeschaut und es ist offensichtlich, dass die Person Zugriff auf den Quellcode hatte. Das ist, ich weiß nicht, wer den Quellcode hat, außer NEVAC. Vielleicht hat jemand die Züge gestohlen und den Quellcode mitgenommen und dort hochgeladen. Oder der zweite Grund, das hier ist üble Nachrede. Aber warum sollte man das tun? Drittens, es gibt keine Beweise. Naja, habt ihr unseren Vortrag gesehen? Viertens, wir haben die Züge seit 2018 nicht angefasst. Ja, natürlich kann man auch den Code vorher schreiben. Fünfter Punkt, Intellectual Property Gesetze wurden verletzt. Die Software wurde verändert und jetzt sind die Züge nicht mehr sicher. Und wir haben nur euren Code benutzt. Wenn die Züge tatsächlich nicht sicher sind, dann waren sie es vorher schon nicht. Dann ist ihnen was Neues eingefallen. Für die SPS wird spezielle Software oder spezielle Dokumente benötigt. Die Ausschreibung für den Kauf der Züge und die NEVAC gewonnen hat, hat beinhaltet, dass alle Dokumente und Software übergeben werden. Das heißt, sie hätten gegen die Ausschreibungsbedingungen verstoßen. Und SPS ist inkompetent und die haben, machen einfach immer nur alles kaputt. Und SPS sind natürlich in keiner Weise inkompetent, sondern die können das tatsächlich alles wunderbar machen. Ja, und sie wollen einfach nichts zugeben. Nächste Schritte. Ja, wir wollten einen Bericht vorlegen auf Englisch. Das ist sehr viel mehr Arbeit, als wir erwartet hatten, weil wir sehr genau dokumentieren wollen, wie die ganzen Datenflüsse sind. Wir versuchen das im Januar fertig zu machen. Zweitens, NEVAC hat uns noch nicht verklagt, trotz aller Pressemitteilungen. Hallo zu allen Anwälten von NEVAC hier. Verklagt uns bitte später. Um ein bisschen ernster zu sein, wir sind im Austausch mit verschiedenen Behörden, die Wettbewerbsbehörden, Endkundenschutz, und sie gucken sich das Ganze an. Sie erzählen uns im Moment nicht, wo sie stehen, aber wir sind interviewt worden und wir haben denen viele Informationen gegeben und wir sind in Kontakt. Und neben der Staatsanwaltschaft werden wir auch demnächst vermutlich vor einer Parlamentskommission dazu aussagen. Ich glaube, das ist der Vortrag. Vielen Dank. Habt ihr Fragen? Yo. Ja, wunderbar. Ja, haben wir hier irgendwie noch... Ah, da kommt's. Ja, irgendwie so Cheat Codes for Trains, so what a world. Was für eine Welt. Ich habe gehört, wir haben ganz viele Fragen, auch aus dem Internet. Wir starten mit dem Internet.
Das Internet möchte wissen, wie haben die Züge die Software Updates bekommen? Das war nicht remote, das ist, hatten wir in der, sondern NEVAC Service Personal ist in die Werkstatt des Betreibers gekommen und hat da neue Software eingespielt. Der Betreiber hat die Züge zur NEVAC geschickt und wir haben vorher einen Dump der Software gezogen, um nachvollziehen zu können, was genau die geändert haben. Mikrofon Nummer 4. Ist es möglich, einen CAN-Bus Transceiver anzuschließen, der den Zugang übers Internet ermöglichen würde? Ja, vielleicht. Und diese Box verbindet das Passagierinformationssystem mit dem CAN-Bus und das hat eine Online-Verbindung, aber es gibt mit Sicherheit ein VPN dazu. Wir wollen das uns in den nächsten Monaten genauer angucken. Da wird es vielleicht einen weiteren Vortrag zu geben. Die nächste Frage aus dem Internet. Ihr habt erwähnt, dass es ein paar Software-Updates bevor die Züge zum Service gekommen sind. Wie sind diese Updates auf die Züge gekommen? Oder wurde das remote gemacht? Als das Ganze publik wurde, haben sie ein bisschen besser darauf geachtet, was hat die NEVAC besser darauf geachtet, was sie da machen. Überraschenderweise haben sie da jetzt ihr Vorgehen geändert. Mikro Nummer 1. Am 27. Dezember seid ihr hier mit dem Zug hergefahren. Unglücklicherweise gibt es keine gute Zugverbindung hier nach Hamburg. Mikro Nummer 2. Was ist mit dieser orangen Box, die 2037 als aktuelles Jahr angegeben hat? Wenn man das so lange stehen lässt, würde der Zug dann wieder anfangen zu fahren. Wir haben Gerüchte gehört, dass dieses eine Exemplar dieser orangen Box ein Problem hat. Offensichtlich ein Integer-Overflow. Aber im Moment haben wir keine konkreten Daten. Nächste Frage aus dem Internet. Das Internet möchte wissen, habt ihr irgendwelche legitimen Sperren gefunden? Oder sind das alles nur Workarounds? Ja, wenn es ein Mismatch gibt zwischen den Firmware-Versionen, das ist tatsächlich ein Sicherheitsgrund, dass die Steuerung, dass die Hauptsteuerung der Motorsteuerung nicht irgendwelche unsinnigen Befehle geben kann. Dazu werden die Versionsnummern abgeglichen. Legitim wäre auch, dass bestimmte Teile der Anlage überprüft werden, dass wenn da was ausgetauscht wird, dass der Hersteller überprüfen möchte, ob die wirklich kompatibel sind. Es gibt eine ganze Reihe weiterer operationeller Tests wie Bremsprobe und ähnliches. Sie haben sicherlich angefangen mit Prüfungen, die völlig legitim sind und zur Sicherheit dienen und haben das dann entsprechend erweitert. Ihr habt gesagt, dass ihr nur Funktionen verwendet, die der Hersteller zur Verfügung stellt in seiner Software. Ja, wir haben
keinen Code geändert. Einige der Züge, die wir analysiert haben, konnten wir nicht entsperren. Und es gab so einen Cheatcode, um den Zug zu entsperren. Aber die Sperre hat sich dann hinterher trotzdem wieder aktiviert. Ein weiterer Grund, warum wir die Software nicht anpassen wollen, ist, wenn wir die Software ändern würden, dann müsste der Zug neu zugelassen werden. Und das wäre natürlich eine große Herausforderung. Mikro Nummer zwei. Ich habe eine Frage zu der Quelle für all diese Geschichten. Und in Autos wird gerne auf Fehlercodes geguckt aus der OBD-Schnittstelle. Wie ist SPS, wie sind die auf die Idee gekommen, dass sie Hacker brauchen? Wie sind sie darauf gekommen, dass das etwas nicht Legitimes ist? Ja, ihr müsst immer daran denken, dass SPS im Konkurrenz zu NEVAC steht und dass der Verdacht, also der SPS konnte nicht einfach bei der NEVAC anrufen und fragen, was das Problem ist. Es hätte beinahe dazu geführt, dass die NEVAC die Ausschreibung übernommen hätte. Und die Diagnosewerkzeuge waren für uns nicht sehr hilfreich. Nummer 4, bitte. Habt ihr geschaut, ob es legitime Sperren gibt, die dann auch berichten, anstatt einfach nur ganz still den Zug stillzulegen? Es werden überall Fehlercodes angezeigt. Also wenn zum Beispiel der Hilfskompressor nicht losläuft, dann gibt es natürlich auf dem Display im Führerstand eine entsprechende Anzeige, dass der Luftdruck nicht ausreicht. Ja, also der Zug hat tatsächlich gesagt, ich bin bereit zu starten. Mikro Nummer 1. Nachdem eure Story auch in der Presse erwähnt wurde, habt ihr Anfragen aus Deutschland bekommen, ob hier in Deutschland vielleicht auch solche Probleme existieren? Kein Kommentar. Yes, I have to laugh. Microphone number two, please. Mikro Nummer zwei. Hi, at first, thank you for the nice talk. It was very delightful. Just danke für diesen wunderbaren Talk. Did you at any point in this whole journey of habt ihr an irgendeinem Punkt in dieser Reise bereut, diese Herausforderung angenommen zu haben? Das ist eine gute Frage. Persönlich, ja, also einen Tag vor dieser Frist, da war es schon hart. Also, das hier wird wahrscheinlich ewig weitergehen. Es wird politisch werden und vielleicht hätten wir es nicht veröffentlichen sollen. Aber am Ende des Tages war es schon das Richtige, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und nun ja, ein Tag vor der Frist war es wirklich eine große Herausforderung, an die Ziellinie zu kommen. Und wir haben nicht erwähnt, dass wir es nur 34 Minuten geschafft haben, den Zug zu entsperren, bevor der Betreiber den Vertrag gekündigt hätte. Also es war echt hart. Microphone 2, please. Mikro 2, bitte. My microphone 2? Oh yeah, that's everything, thank you. Perfect. Mikro 2? Ah ja, das war alles. Mikro 1.
Ihr habt gesagt, dass man den Zug neu zertifizieren lassen muss, wenn man die Firmware verändert. Aber hätte das nicht auch zertifiziert werden müssen, als sie diese Datumsreihe auf 21 Tage erweitert haben? Ja, das klingt schon ein bisschen verdächtig, dass sie das einfach ändern konnten ohne eine neue Zertifizierung, ja? Das ist Teil der Gesetze, wo wir uns nicht wirklich sicher sind und deswegen nicht unbedingt kommentieren können, weil das Gesetz nicht wirklich eindeutig ist. Es sagt sowas Ähnliches wie, wenn die Änderung signifikant sei, dann muss es zertifiziert werden. Das ist also was für Zugjuristen. Und diese Veränderung wurde vorgenommen und sie wurde aber in keinem Papierkram erwähnt. Und natürlich haben sie nicht erwähnt, dass sie diesen Sperrmechanismus verändert haben. Und sie haben nicht einmal aufgeschrieben, dass sie die Software verändert haben. Und das heißt, die Zugführer haben nicht einmal die Information gehabt, dass die Software geändert wurde. Aber bekommen die Zertifizierer den Quellcode oder ist es für die auch alles obfuskiert? Mikro 3. Ihr habt erwähnt, dass dieser Code bei jedem Tick ausgeführt wird. Bedeutet das, dass diese Sperrmechanismen auch jeden Tick evaluiert werden? Oder könnte es auch dazu kommen, dass der Zug zum Beispiel während der Fahrt die 1 Million Kilometer überschreibt, würde es dann einen Nothalt durchführen? Also, gute Frage. Der Zug mit diesem 1 Million Kilometer-Check, das war derselbe Zug mit dem Kompressorproblem und deswegen würde das nur im Kaltzustand geprüft werden. Und was ist mit den anderen Sperrmechanismen? Ja, die anderen, zum Beispiel das mit dem Rumstehen. Da gab es noch ein paar weitere Überprüfungen, damit das nicht während der Fahrt ausgelöst wird. Signalengel, haben wir noch eine Frage aus dem Internet? Ja. Das Internet möchte wissen, ob dieser Zughersteller auch in andere Länder verkauft, außerhalb von Polen. Die Antwort lautet ja. Ja. Mikro Nummer 2. Abgesehen von diesem Cheatcode, habt ihr da irgendwelche anderen tollen Easter Eggs im Code gefunden? Nicht wirklich. Zumindest fällt mir jetzt gerade nichts direkt ein. Ich denke, das beste Easter Egg war tatsächlich diese Datumsabfrage, weil wir wirklich zweimal jährlich den internationalen Kompressor-Fehlschlagstag feiern konnten. Mikro 4. Ihr habt ja gesagt, dass der Cheatcode nicht der Konami-Code war. Dürft ihr verraten, welcher es wirklich ist? War er dokumentiert? Nein, er war nicht dokumentiert und wir werden es nicht veröffentlichen, weil es auch verschiedene Codes gab und wir Sorgen haben, dass Menschen einfach anfangen, diese Codes einzugeben und wir möchten nicht darauf hinweisen, wie dieses Muster aussieht, damit niemand hier irgendwelche Experimente durchführt. Und die waren auch zwischen den Zügen unterschiedlich. Also bitte experimentiert nicht damit. Wir haben immer erst den Code angeschaut und dann diese Kombination eingegeben. Aber ist das etwas, was man innerhalb von 2 Sekunden eingeben muss oder muss man irgendwo binär Zahlen eintippen? Die nächste Frage aus dem Internet. Was ist eure Beziehung zu SPS? Und habt ihr irgendwas davon bekommen, außer Öffentlichkeitsarbeit oder vielleicht ein paar kostenlose Zugfahrten? Ja, gute Frage. Wir hätten unsere Interessenkonflikte deklarieren sollen. Wir wurden bezahlt, Geld hat die Hände gewechselt. Wir wurden einfach für die Analysen bezahlt und dafür die Sperren zum Gehen und wir wurden aber nicht für das Veröffentlichen bezahlt.
Die Reparaturwerkstatt war einfach nur daran interessiert, herauszufinden, warum die Züge kaputt gegangen sind und eine technische Analyse schriftlich zu bekommen mit den Hintergründen. Mikro 3. Seid ihr vor irgendwelchen, habt ihr Angst vor irgendwelchen negativen Auswirkungen aufgrund auch der politischen Natur? Hi Ben. Wir haben einfach ein bisschen Sorge, dass wir für immer und ewig durch irgendwelche Gerichte gequält und gezogen werden. Und wir wollen natürlich jetzt keinen Juristen irgendwelche Ideen geben, aber naja, zu spät. Ups. Und wir sind uns aber 100% sicher, dass wir im Interesse der Öffentlichkeit arbeiten, und das war uns zu jedem Zeitpunkt glasklar. Und außerdem sind wir uns 100% sicher über die Dinge, die wir heute präsentiert haben. Und das heißt auch, wir sind sicher, außer sie fangen an, irgendwelche Ninja-Squads nach uns zu schicken. Hattet ihr irgendwelche Fälle, wo Nevak versucht hat, Beweise zu zerstören? Also, dass Nevak versucht hat, diese Züge wieder zu sich zu bekommen und mit einem Update die Loks zu entfernen. Ja, wir sind darauf vorbereitet, wir haben überall Abbilder erzeugt, und selbst wenn sie dann versuchen würden, die Beweise zu vertuschen, dann ja, wäre es irgendwie blöd für die, weil ich glaube nicht, dass die Gerichte das mögen werden. Leider haben wir jetzt keine Zeit mehr, aber ihr könnt alle drei Redford, QCK, Q3K, and Mr. Tick. Und Mr. Tick.